Recht und Kartellrecht haben viel miteinander zu tun. Das heißt aber nicht, dass die Kartellrecht hierfür können müssen, denn alle wichtigen Sachen werden wir hier behandeln. Patentrecht, wenn Sie auf die eCampus-Seite schon gegangen sind, stellen Sie fest, ich habe eine Gliederung online gestellt, wo zu jedem Termin ungefähr steht, was wir behandeln werden. In der ersten Stunde behandeln wir hier die Grundlagen. Das Thema ist recht breit aufgestellt. Wenn Sie mal gucken, ich fange an mit organisatorischen Hinweisen. Das heißt, was müssen Sie für die Klausur wissen? Welche Bücher müssen Sie kaufen? Dann erkläre ich ganz allgemein, was ist eigentlich der Gegenstand des Patentrechts. Dann für die Leute von Ihnen, die sich für Geschichte interessieren, erzähle ich was zur Geschichte des Patentrechts. Die gute Nachricht ist, das kommt nicht in der Klausur dran. Dann komme ich zur ökonomischen Rechtfertigung des Patentrechts. Das ist natürlich ganz spannend für die Leute, die nächstes Semester geistiges Eigentum und Ökonomie hören wollen. Aber auch das ist nicht Gegenstand der Klausur dieses Semesters. Dann kommt schon ein Ausblick auf das internationale Patentrecht und Staatsverträge mit Patentrechtsbezug und schließlich noch Europarecht. Welchen Einfluss hat das Europarecht auf das Patentrecht? Sie sehen also für die erste Stunde ein volles Programm. Das Gute daran ist, wie gesagt, den Großteil davon wiederholen wir noch im Detail, dann, wenn wir uns mit den einzelnen Themen beschäftigen. Ja, Sie brauchen für diese Vorlesung einen Gesetzestext. Wenn Sie letztes Semester Designrecht gehört haben, haben Sie vielleicht schon diesen tollen Band Patentrecht, Designrecht. Wenn Sie das nicht haben, ist das nicht schlimm. Sie können noch einen Schönfelder nehmen. Der Schönfelder hat den Vorteil, Sie brauchen keinen extra Gesetzestext, den brauchen Sie ja ohnehin immer wieder mal. Andererseits ist der blöd und schwer. Im Schönfelder Ergänzungsband bei Ordnungsziffer 70 finden Sie das Patentgesetz und dann gibt es noch 70a, 70b, kommen wir aber später zu. Ansonsten, wie gesagt, das handliche DDV-Buch, das reicht auch völlig. Zu dieser Vorlesung gibt es zum einen die Folien als PDF. Die Folien sind aber erfahrungsgemäß eher schlecht zum Lernen. Da stehen nur so Schlagworte drauf, da kann man sich nichts von merken. Wenn Sie sich die Folien für die heutige Vorlesung angeguckt haben, das sind verdammt viele und das ist auch sehr unübersichtlich. Deshalb gibt es eine Vorlesungsaufzeichnung. Die hat auch den Vorteil, wenn Sie mal krank sind, nicht hier hinkommen können, können Sie sich das Ganze als Video ansehen, zu Hause oder auf dem Handy unterwegs oder runterladen und Ihren Freunden schicken. Zudem stelle ich bereit bestimmte Aufsätze, die müssen Sie nicht lesen, weil das vertiefende Literatur ist. Das heißt, für die Klausur brauchen Sie nicht. Wenn Sie lesen wollen, haben Sie aber dann vielleicht mehr Verständnis und können dann brillant 18 Punkte schreiben. Schließlich stelle ich Ihnen noch ein kurzes Skript online, damit Sie hier so die wichtigsten Sachen nachschlagen können. Da stehen dann so die Kernpunkte drin, die Sie wissen müssen. Sie können sich ein Buch kaufen, zum Beispiel das von mir. Das ist sehr günstig, es kostet nur 15 Euro. Für 15 Euro kriegen Sie 252 Seiten, da ist drin geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht. Das Problem ist, dass der Teil zum Wettbewerbsrecht leider veraltet ist, deshalb kommt Ende des Jahres eine Neuauflage. Aber der Teil zum Patentrecht ist noch aktuell, insoweit ist das hinreichend. Sonst können Sie, wenn Sie ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen, auch dieses Buch kaufen. Das ist auch recht dünn, aber es kostet deutlich mehr. Und es hat ein knalligeres Gelb, das heißt, es ist schon mal eine gute Anlage. Nein, ehrlich gesagt, das Buch ist halt auch nicht unbedingt für Juristen geschrieben, das kann auch ein Chemiker lesen. Der Grund dafür ist, dass im Patentrecht natürlich nicht nur Juristen angesprochen werden, sondern vor allen Dingen auch Naturwissenschaftler, die eben Sachen patentieren wollen. Das heißt, so richtig tolle juristische Lehrbücher gibt es nicht. Wenn Sie viel Geld ausgeben wollen, es gibt welche für 120 Euro, die haben allerdings auch 800 bis 1000 Seiten. Das macht für eine Vorlesung eher wenig Sinn, wenn Sie das machen wollen, gerne. Die Klausur. Die Klausur steht am Ende dieser Vorlesung. Die Klausur besteht aus drei Fragen. Die drei Fragen sind keine echten Fälle, die Sie im Gutachtenstil lösen müssen, weil das kostet zu viel Zeit und macht im Patentrecht eh wenig Sinn, sondern Sie müssen das, was wir hier in der Vorlesung gemacht haben, auf konkrete Sachverhalte anwenden. Beispiel dazu machen wir auch im Laufe des Semesters, damit Sie ungefähr wissen, worum es geht. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Sie müssen mit dem Gesetz umgehen können. Das Patentgesetz ist teilweise etwas unübersichtlich und das Ganze strukturiert prüfen. Das heißt, die Voraussetzung der Patentierbarkeit oder die Rechte des Patentinhabers gegen einen verletzen. Wichtig, das sage ich zwar immer, da hält sich aber kaum jemand dran,
Überflüssiges ist falsch. Das heißt, es gilt nicht viel hilft, viel schreiben, so viel wie möglich, irgendwas Richtiges wird schon dabei sein. Alles, was nichts mit der Frage zu tun hat, gibt Minuspunkte. Konzentrieren Sie sich auf die Frage und schreiben Sie nicht alles, was Ihnen so im BGB oder im Patentgesetz einfällt. Das zur Organisation. Haben Sie dazu Fragen? Ich sehe Schweigen im Raum. Keiner weiß, wovon ich rede. Keiner weiß, wovon ich rede. Das ist auch ganz gut so, denn ich fange jetzt an mit, was ist eigentlich das Patentrecht? Worum geht es da? Sie haben vielleicht letztes Semester schon Marken- und Designrecht gehört. Markenrecht schützt Kennzeichen. Markenrecht stellt sicher, dass Sie Waren abgrenzen können. Designrecht schützt bestimmte Gestaltungen, stellt also sicher, dass Sie ein Monopol haben für Modeschnitte und Ähnliches für einen bestimmten Zeitraum, dass niemand Sie nachmachen darf. Das Patentrecht schützt Technik. Technik im weitesten Sinne, das heißt, angefangen von der Ingenieurwissenschaft, von Maschinen, die irgendwas Tolles machen, über die Chemie mit ich kippe zwei Sachen zusammen und auf einmal explodiert es oder leuchtet oder macht Menschen gesund, bis hin zur Informatik, das heißt, ich schaffe, dass ein Computer irgendwie lustig singt und tanzt. All das ist der Schutzgegenstand des Patentrechts. Da das Patentrecht das Ganze schützt, ist es in der Praxis so, dass die Leute auch ein bisschen Ahnung von Technik haben müssen. Das ist natürlich sehr traurig, wenn ich eine Vorlesung mache und sage, Sie müssen jetzt alle hier halbe Chemiestudium machen, um zu verstehen, wovon ich rede. Deshalb haben Sie den großen Luxus, dass Sie natürlich hier keine echten Fälle machen, sondern wir hier ganz vereinfachte Sachverhalte machen, wo Sie auch ohne technisches Verständnis alles hinkriegen. Wir konzentrieren uns auf die rechte Seite, nämlich die Frage, wie legen wir Patente aus? Das ist so ein bisschen wie Vertragsauslegung, Gesetzesauslegung. Und vor allen Dingen, welche Voraussetzungen muss ein Patent formell haben und wann wird ein Patent formell verletzt? Welche Rechtsfolgen kann das haben? Das ist Patentrecht. Was ist ein Patent? Wenn Sie die langweilige Uni-Seite regelmäßig angucken, dann tauchen da regelmäßig Pressemitteilungen auf, irgendjemand hat irgendwas erfunden und irgendein Patent gekriegt. Hier zum Beispiel Uni Bonn meldet Hirnzellangel zum Patent an. Was immer eine Hirnzellangel ist. Und dann können Sie in der Tat nachgucken, dann sehen Sie Genprodukte für Diagnose und Therapie, da hat die Uni Bonn offenbar irgendwas angemeldet. Die Erfindung betrifft eine pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend ein Mittel, das die Expression und Aktivität eines tumorassoziierten Antigens inhibiert, sowie ein Verfahren zur Behandlung und Diagnose einer Tumorerkrankung. Dann weiß jeder, was es ist und dann kann man das so patentieren. Solche Patente kann nicht nur der Profi machen, sondern solche Patente kann jeder anmelden. Ich habe Ihnen mal hier aus diesem tollen Patent der Uni Bonn die Patentansprüche rauskopiert und Sie sehen, das sind immer durchnummerierte, patentierte Inhalte. Und es fängt immer an mit dem ersten, das erste ist die abstrakteste Erfindung, die man machen kann. Das heißt, so weit wie möglich formuliert, dass es möglichst viele Gestaltungen erfasst. Und es ist üblicherweise so formuliert, dass man erstmal eine abstrakte Kategorie macht, hier pharmazeutische Zusammensetzung, und dann kommt wobei, was heißt, sagt, was die konkreten Merkmale sind. Die konkreten Merkmale, sehen Sie hier, sind mit in Klammern A, in Klammern B und so weiter gekennzeichnet. Und jeder Patentanspruch wird dann konkretisiert durch weitere Unteransprüche. Sie sehen das hier, Arabisch 2, Arabisch 3, da steht nämlich immer Pharmazeutzusammensetzung nach Anspruch 1, das heißt, es müssen alle Voraussetzungen Nummer 1 vorgegeben sein und es gibt weitere Voraussetzungen. Und Nummer 3 ist dann nach einem der voranstehenden Ansprüche, das heißt nach Nummer 1 oder Nummer 2. Warum machen die das so? Ganz einfach, weil die Gefahr besteht, dass der oberste Anspruch nicht patentfähig ist. Wenn Nummer 1 nicht patentfähig ist, fällt der komplett weg. Aber wenn Nummer 1 wegstellt, greift nur Teilnichtigkeit. Der Rest des Patents bleibt wirksam. Dann haben Sie immer noch Nummer 2 und Nummer 3. Nun kann es passieren, dass auch Nummer 2 wegfällt. Dann bleibt aber Nummer 3 erhalten. Das heißt, die Idee ist, Sie machen wie so eine umgekehrte Pyramide, oben ganz weit und unten immer enger, damit zumindest irgendwas übrig bleibt, wenn der Rest nichtig ist. Das heißt, Sie versuchen erst das Weiteste, dann das Engere, 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 damit das Engste zumindest erhalten bleibt. Im besten Fall bleibt alles erhalten, dann sind die Kleinen miterfasst.
Im schlimmsten Fall ist alles nichtig bis auf das Engste. Das heißt, jedes Patent hat diese Auflistung. Es fängt immer an mit 1 weit und dann wird es immer enger. Das Zweite, was Sie hier sehen können bei diesem tollen Patent, ist, es gibt nicht nur diese Zusammensetzung nach Nummer 1, sondern es gibt auch ein Verfahren. Wir unterscheiden Erzeugnispatente und Verfahrenspatente. Erzeugnispatente sind darauf, wie es am Ende eine Sache rauskommt. Eine Cola, ein Buch, ein Tisch. Verfahrenspatente betreffen dagegen bestimmte Abläufe. Sie sagen, ein schneller Ablauf, um das Ergebnis XY zu erreichen, ist erstens das zu machen, dann das zu machen. Sie können beides patentieren. Beim Erzeugnispatent haben Sie am Ende das Produkt, das Sie verbieten können. Beim Verfahrenspatent können Sie nur verhindern, dass dieses Verfahren zu dem Ergebnis eingesetzt wird. Wenn das gleiche Ergebnis auf einem anderen Weg erreicht wird, können Sie es nicht verbieten. In den meisten Patentansprüchen sind es entweder nur Erzeugnisansprüche oder nur Verfahrensansprüche. Es gibt aber auch solche wie hier, die beides erfassen. Ich habe Ihnen schon gesagt, Patente kann jeder machen. Hier haben Sie einen schönen Start-up der Uni Bonn-Fall. Da hat nämlich jemand an der Uni Bonn aus der Zahnmedizin dieses tolle Gerät entwickelt. Das ist vielleicht ein bisschen naheliegender als irgendwas mit Chemie. Das ist offenbar dazu geeignet, dass man damit die Zahnzwischenräume reinigen kann. Sie können also mit diesem Ding offenbar irgendwie zwischen den Zähnen die Zähne putzen. Eine Wahnsinnserfindung, hat sich total auf dem Markt durchgesetzt. Und das hat in der Tat ein Student entwickelt. Also wenn Sie jetzt hier eine tolle Erfindung haben, können auch Sie die patentieren. Auch hier sehen Sie wieder erstens der ganz weite Anspruch und dann immer enger werdend. Sie sehen auch hier sind in Klammern so Zahlen. Diese Zahlen, die da drin stehen, beziehen sich auf die Zahlen dieser Abbildung. Das heißt, die sagen, was diese 6 bedeutet. Also hier stehen so Zahlen, sehen Sie das? Das heißt, was diese 6 bedeutet, ergibt sich daraus, was hinter in dem Anspruch steht. So einfach ist Patentrecht. Patentrecht betrifft Patentanwälte. So sieht ein Patentanwalt aus. Ja, ich habe Ihnen ein echtes Beispiel mitgebracht. Was machen Patentanwälte? Das Bemerkenswerte an Patentanwälten ist nämlich, dass Patentanwälte nicht 2 Staatsexamen haben. Sie haben noch nicht mal ein Staatsexamen notwendig, sondern sie müssen haben die technische Befähigung, die erforderlichen Rechtskenntnisse und eine halbjährige Berufserfahrung. 3 Voraussetzungen. Ja, also sie sind alle disqualifiziert. Sie müssen nämlich ein Studium naturwissenschaftlicher oder technischer Fächer gemacht haben an einer Hochschule, und zwar einer wissenschaftlichen Hochschule, das heißt nicht irgendwie so Volkshochschule. Und dieses Studium durch eine staatliche akademische Prüfung mit Erfolg abgeschlossen haben. Das heißt, es reicht nicht das Staatsexamen, sondern Sie müssen in der Tat irgendwas Technisches gemacht haben. Ein Bachelor Physik oder sowas. Außerdem muss er 1 Jahr praktische Tätigkeit abgeleistet haben. Das heißt, Sie müssen nicht nur ein halbes Jahr beim Patentanwalt gearbeitet haben, sondern müssen auch ein Jahr gearbeitet haben als Chemiker, Physiker, Informatiker, Ingenieur oder was auch immer. Das sind so die Voraussetzungen an Ihre technische Befähigung. Jetzt denken Sie, boah, die müssen Physik studiert haben und Jura studiert haben. Boah, sind das coole Typen. Bemerkenswerterweise, die Ausbildung im Recht ist relativ einfach. Sie müssen zwar ein Studium allgemeinen Recht einer Uni ablegen, aber das Studium muss sich nur auf die Rechtsgebiete erstrecken, die ein Patentanwalt neben dem Gebiet des gewerblichen Rechts kennen muss. Insbesondere Vertragsrecht, also Schuldrecht 1, Arbeitsvertragsrecht, Wirtschaftsrecht, gerichtliches Verfahrensrecht, ZPO, Verfassungsrecht, allgemeines Verwaltungsrecht und Europarecht. Sie sehen, was fehlt? Das Strafrecht. Ja? Sie müssen auch kein Staatsexamen machen, sondern Sie machen eine eigene Eignungsprüfung. Das heißt, danach haben Sie die Rechtsprüfung bestanden. Und dann können Sie Patentanwalt werden, ohne Staatsexamen. Also Plan B, wenn es im Examen nicht klappt, können Sie immer noch Patentanwalt werden. Nochmal, Patentanwälte sind keine Juristen, sondern sind hochspezialisierte Leute, die sich mit Technik auskennen und die sich im gewerblichen Rechtsschutz auskennen. Das sind also, wie man sagen, Fachjuristen. Das deutsche Patentrecht ist nicht so alt, wie man vielleicht meinen könnte.
Das deutsche Patentrecht stammt gerade mal aus dem 20. Jahrhundert. Die ersten Leute, die Patente gegeben haben, waren die Griechen. Und zwar die Griechen, die hier gelebt haben. Jetzt fragen Sie sich, das ist doch nicht Griechenland. Das geht wieder nicht. Das ist doch nicht Griechenland, das ist doch Italien. Und in der Tat, das ist eine griechische Kolonie in Italien gewesen. Und die haben da Patente gegeben für Kochrezepte. Warum? Weil das halt so Gourmets waren. So der Grieche, der weiß, was er genießt. Und die haben gesagt, wer ein neues Rezept erschafft, der kriegt daran ein Ausschließlichkeitsrecht, damit er gute neue Ideen hat. Also wenn Sie der Erste sind, der erfunden hat Moussaka, dann können Sie ein Jahr lang als Einziger in Syrakis Moussaka anbieten. Kein anderer darf das. Und nach einem Jahr dürfen Sie anderen halt auch. So war die tolle Idee. Und deshalb hatten die leckersten Gerichte und die Touristen haben sich gefreut. 720 vor Christus, da war dann viel los. Also das ist jetzt nicht unbedingt neu. Was ist die Folge? 5 vor 10 vor Christus wurde die Kolonie zerstört. Also gibt es auch keinen Überrest außer Ruinen. Danach hat es lange gedauert, bis das Patentrecht wiederkam. Das Patentrecht kam wieder im Mittelalter durch sogenannte Privilegien. Solche Privilegien bestanden darin, dass der Fürst sagte, so, du bist jetzt der Einzige, der bei uns Brötchen verkaufen darf. Und dann hatten sie ein Monopol auf Brötchen. Für all die Kartellrechtmacher klingt das komisch. Damals hielt man es für eine ökonomisch sinnvolle Sache, dass man sagt, reicht doch ein Bäcker vor Ort, Wettbewerb bringt doch nichts. Und der Fürst hat gesagt, du bist der Hofbäcker und alle anderen sind raus. Das war Patentrecht im 11. Jahrhundert. Und sie konnten Patente für alles Mögliche kriegen. Sie hatten das Patent für den Wasserhandel. Dann waren sie der Einzige, der Wasser aus dem Rhein nehmen durfte, das verkaufen durfte. Das war so. Das hat erstmal die Patente von heute wenig zu tun. Aber dann im 15. Jahrhundert waren die Italiener weltweit führend, insbesondere in Venedig und Florenz. Denn die haben gesagt, wir nutzen dieses Patentwesen, um gute Ideen zu belohnen. Zum Beispiel, wie Sie hier sehen, für eine Walkmühle oder für Mehlmühlen ohne Wasser. Da hat man gesagt, derjenige, der das erfunden hat, soll der Einzige sein, der mit Geld machen darf. Der kann das lizenzieren, der kann das selber machen, aber alle anderen dürfen das nur mit seiner Zustimmung. Und die haben sozusagen dieses Patentrecht, was es damals schon gab, genutzt, um Leute dazu anzureizen, Forschung und Entwicklung zu betreiben. So toll waren die Italiener im 15. Jahrhundert. Und weil das ein Erfolg war, hat man das sogar formalisiert im ersten Patentgesetz der Welt von 1474. Ich habe das hier unten rechts mal abgebildet. Sie sehen das hier. Toll, so sieht das aus. Das ist das erste Patentgesetz der Welt. Wenn Sie das sehen, ist es sehr überschaubar. Und das ist toll und gut lesbar. So. Das waren die Italiener. Die zweiten, die auf die Idee kamen, waren die Engländer. Das Statute of Monopolies ist deshalb bemerkenswert, weil es das erste Kartellgesetz der Welt ist, beziehungsweise das erste Monopolmissbrauchsverbot. Und Paragraph 1 sagt ganz klar, alle Monopole verstoßen gegen die Prinzipien des britischen Königreiches. Monopole werden bei uns nicht geduldet und shall be utterly void and of none effect and in no wise to be put in use or execution. Absolutes Monopolverbot. Jetzt sagen Sie, warum erzähle ich Ihnen das? Wir machen auch kein Kartellrecht. Weil, wenn es einen Paragraphen 1 gibt, gibt es auch weitere Paragraphen. Unter anderem gibt es Paragraph 6. Und Paragraph 6 ist eine Ausnahmebestimmung. Und Paragraph 6 sagt, dieses Monopolverbot gilt nicht für 14 Jahre, wenn Sie der Erste sind, der eine neue und wichtige Errungenschaft dem Königreich zur Verfügung stellt. Wenn Sie also der Erste sind, der den Markt bereichert, kriegen Sie ein Monopol von bis zu 14 Jahren. Ausnahme, wenn das Ganze gesetzes- oder treuwidrig ist. Das waren die Engländer im 17. Jahrhundert und ganz tolles Gesetz, Riesenerfolg. Dann kamen die Franzosen. Die Franzosen haben ein bisschen länger gebraucht, nämlich bis zur Revolution 1791 und haben ein Patentgesetz gemacht. Und dieses Patentgesetz sagt im Wesentlichen, das Patent gehört immer demjenigen, der es erfunden hat, weil geistiges Eigentum wächst demjenigen zu, dem es entstammt. Wie die Kuh ihr Kalb hat, hat der Mensch seine Ideen. Toll,
Victor Hugo, 18. Jahrhundert, tolle Sache. Es wäre ein Angriff auf die Menschenrechte, wenn man eine industrielle Entdeckung und Eigentum nicht als Eigentum des Erfinders sehen würde. Das ist ein absoluter Grundrechtsverstoß, jemandem sein Patent zu verneinen. So sahen die Franzosen das. Und in der Tat werden alle Erfindungen geschützt. Eine Prüfung durch den Staat findet nicht statt. Die Patentgebühren liegen bei 500 bis 1500 Franc. Jeder, der ein Patent haben will, kriegt das einfach Stempel drauf und man hat es. So lief das in Frankreich. Nicht lange, nach 5 Jahren kam das nächste Patentgesetz, weil es irgendwie funktionierte. Aber die Franzosen waren da sehr liberal. Wenn wir über das 18. Jahrhundert reden, kommen wir natürlich auch in die USA. Sie wissen, es gab nicht nur Revolution in Frankreich, sondern auch in Amerika. Und in der Tat, die amerikanische Verfassung, da rechts abgebildet, we the people, bla bla bla, sagt, to promote the progress of science and the useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to the respective writings and discoveries, gibt dem Kongress die Kompetenz, Regelungen zu erlassen zum Schutz von Urhebern und Erfindern. Allerdings mit der Vorgabe, das Ganze soll nur dienen dem Fortschritt von Wissenschaft und nützlichen Künsten. Das heißt, es soll dem Gemeinwohlstand dienen. Das Monopolrecht soll also nicht demjenigen nützen, der erfunden hat, sondern der Allgemeinheit. Die Amerikaner haben ebenfalls ein Patentgesetz erlassen. Das ist ein typisches Patent, so sah das damals aus. Sie sehen, da gab es noch keine Schreibmaschinen, da wurde man mit der Hand geschrieben, liebevoll, gut lesbar. Und in den USA kostet ein Patent gerade mal 50 Cent, also billiger als in Frankreich, plus 2 Dollar für die Bekanntmachung. Die Amerikaner ließen das Ganze aber auch schon prüfen, ob das Ganze okay war. In Deutschland, das ist eine Briefmarke. Und diese Briefmarke stammt von 1977 und es steht hier drauf, 100 Jahre deutsches Patentamt. Das spricht wohl dafür, dass das deutsche Patentgesetz von welchem Jahr ist? Alles schwierig. 1977 eine Briefmarke und drauf steht 100 Jahre deutsches Patentgesetz. Seit wann gibt es ein Patentgesetz in Deutschland? Nun, nicht schwierig, 1877. Interessanterweise, was galt vor 1877? Sie wissen, es gab das Deutsche Reich, das hat sich aus den verschiedenen Bundesstaaten zusammengesetzt. Vorher gab es Föderalismus im reinsten Sinne. Zum Beispiel galt im Rheinland schlicht das französische Recht. Sie wissen, Napoleon ist da gekommen bis zum Rhein und hat gesagt, ab hier ist alles Frankreich und die haben halt weiterhin französisches Patentrecht angewandt. In anderen Teilen Deutschlands galt das preußische allgemeine Landrecht. Und das preußische Recht kannte ein Publikandum zur Ermunterung und Belohnung des Kunstfleißes und das gewährte auch Monopolrechte. In Bayern gab es auch schon seit 1825 Regeln und andere Staaten wie Württemberg hatten ebenfalls Regeln. All das war aber kein Patentrecht im heutigen Sinn, dass es ganz klare Regeln gab, was wird patentiert, wie lange ist der Schutz und welche Rechte habe ich, sondern es waren immer nur fragmentarische Monopolrechte, die weitgehend im Belieben des jeweiligen Landesherren stand. Das ist in einem einheitlichen Staat kaum tragbar. Deshalb hat der Kaiser, Sie sehen, Wilhelm I., von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen, das deutsche Patentgesetz erlassen. Und es fängt in der Tat an, mit Patente werden erteilt für neue Erfindungen, welche eine gewerbliche Bewertung gestatten. Wenn Sie ins aktuelle Patentgesetz gucken, das ist ein bisschen anders formuliert, aber im Kern ist das ähnlich geblieben wie 1877. Und es kam auch in der Tat am 2. Juli zum ersten Patent in Deutschland. Das erste Patent in Deutschland wurde an Johann Zeltner verliehen für die Nürnberger Ultramarinfabrik. Damals waren Patente noch einfacher, das ist das komplette Patent. Das hat auch einen relativ einfachen Wortlaut. Das Verfahren zur Fabrikation dieses roten Ultramarins ist folgendes. Begeisterung. Ultramarinviolett wird auf 130 bis 150 Grad Celsius erhitzt, der Einwirkung von Dämpfen einer mehr oder weniger konzentrierten Salpetersäure ausgesetzt. Stark konzentrierte Salpetersäure ergibt eine bis zu lichtem Rosa aufsteigende Farbe, verdünntere Salpetersäure dagegen ein tieferes und dunkleres rotes Ultramarin. Jetzt sagen Sie, hä? Die Idee ist,
Sie haben Ultramarinviolett, das ist eine Farbe, die können Sie kaufen im Laden. Wenn Sie die heiß machen und da dann Salpetersäure in die Dämpfe rein tun, dann wird die Farbe dunkler oder heller. Toll. Ja? Wahnsinnstechnologie. Und da haben Sie ein Patent für gekriegt, das ist das erste Patent, was es jemals in Deutschland gab. Sie sind begeistert. Da sehen wir. Fortschritt. Unglaublich. Deutschland. Das ist das Reichspatentamt. Das Reichspatentamt in Berlin. Wohlgemerkt, nicht in München, wie man vielleicht meinen könnte. Das Reichspatentamt war so, die Leute kamen dahin, Sie sehen das, da stehen ganz viele Leute mit ihren Erfindungen und dann gaben die hier ab und dann kriegten sie einen Stempel und sagten vielen Dank für den Eingang ihrer Patentschrift und dann wurde die weiter geprüft. Mit Eingang mussten sie auch bezahlen. Einige haben in bar bezahlt, das war doch nicht das Bankwesen damals. Andere haben mit Schecks bezahlt, auch das war möglich. Das war also ein ganz tolles Verfahren, Leute stehen da brav Schlange. Dann, der nächste Schritt ist, das Patentamt hatte auch dann Experimentierräume und da sitzen dann die Techniker und lesen das Patent durch und machen genau das, was da drin steht und gucken, ob es klappt. Und wenn es klappt, kriegen sie das Patent, wenn es nicht klappt, kriegen sie es halt nicht. Nachdem die das ausprobiert haben, wird das Ganze ausgelegt, sehen Sie das, hier liegen die ganzen Patentschriften so auf den Tischen. Da kann jeder rein und kann sich das durchlesen und kann sagen, kenne ich doch schon, langweilig, ist nicht neu. Also damals war das wirklich so, dass man da hingehen konnte und sich reinsetzen konnte und mal alle Patente, die da so sind, sich angucken. Tolle Sache. Außerdem muss natürlich die Prüfer alle technischen Dokumente prüfen, ob sie neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, neu auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Dazu gab es dann hier diese tolle Bibliothek. Und da waren A, alle Patentschriften aufbewahrt, B, aber auch alle wichtigen Technikpublikationen aus dem Ausland. Es gab kein Internet. Wir reden ja hier vom frühen 20. Jahrhundert. Das heißt, die mussten dann wirklich alles nachschlagen, ob das wirklich nicht woanders schon patentiert ist. Und das Ganze wurde dann gründlich geprüft und am Ende erteilt. Wir sehen Patentrecht, ein Renner, die Leute stehen Schlange, alle wollen Patente. Wilhelm war damit aber noch nicht ganz zufrieden. Wilhelm hat nämlich gesagt, 1891, das Patentrecht ist zu kompliziert. Die Leute, die da prüfen, brauchen viel zu lange. Die Leute wollen schneller ihre Schutzrechte. Und deshalb hat Wilhelm von Gottes Gnaden, deutscher Kaiser und König von Preußen, nicht nur das Patentgesetz gemacht, sondern 1891 auch ein Gebrauchsmustergesetz. Und das Gebrauchsmustergesetz sagt, es gibt eine Möglichkeit, einen technischen Schutz zu kriegen, ohne Prüfung, einfach einreichen, bezahlen und dann verklagen. Allerdings mit dem Risiko, dass hinter dem Prozess rauskommt, das Ganze ist unwirksam. Das Gebrauchsmusterrecht ist also sozusagen das Fast-Track-Schutzsystem mit kürzerer Schutzdauer und ohne vorherige Prüfung. Sie kriegen allerdings ein Gebrauchsmuster halt im Grunde sofort. Sie melden es heute an, morgen haben sie es. Ein Patent wird halt monatelang geprüft. Sie sehen, großer Renner, damit hat er es auch geschafft, die Schlangen beim Patentamt zunächst mal zu verkürzen, weil die Leute halt Gebrauchsmuster angemeldet haben, was deutlich schneller und einfacher ging. Das Problem bei den Gebrauchsmustern ist, da wurden dann auch die entsprechenden Modelle eingereicht und Sie sehen, es gab dann hier einen Modellraum, da war dann jedes Kästchen drin, wo dann genau das Modell war, was er ist. Das kennen Sie aus dem Geschmacksmusterrecht, damit man halt vergleichen kann, ob das Ganze identisch ist. Ja, was passierte dann? Relativ viel, das interessiert uns aber nicht allzu sehr. Man hatte irgendwann das Problem, dass es böse Patentinhaber gab, die ihre Patente im Keller horteten und keinem erlaubten, die zu benutzen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen verhindern, dass es Konkurrenz gibt, Sie machen selber nichts und sagen, es darf auch kein anderer machen. Reine Blockadepatente. Das fand der Kaiser nicht gut und deshalb gab es einen Patentausführungszwang. Er sagte, wenn du dein Patent nicht selber nutzt, wird es dir irgendwann weggenommen. Das Patentrecht erlischt, wenn es nicht ausgeübt wird. Diejenigen, die letztes Semester Markenrecht gehört haben, wissen, im Markenrecht ist es auch so, sie müssen die Marke im Verkehr anwenden, sonst verlieren sie den Markenschutz. Das heißt, sie hatten das gleiche Patentrecht im frühen 20. Jahrhundert. Dann wurde halt das Gebührenrecht geändert, das Verfahren modernisiert und man hat vor allen Dingen dann gesagt, dieses schöne Modell mit dem Patent wegnehmen ist noch ein bisschen viel und hat stattdessen eine Zwangslizenz eingeführt. Man hat gesagt,
Wenn sie sich weigern, das zu nutzen, müssen sie zumindest anderen die Zugriffsmöglichkeit eröffnen. Dann 1936 hat man nochmal das Gesetz neu gefasst, sprachlich modernisiert, die Voraussetzungen neu formuliert. Interessanterweise nicht allzu sehr durch den Nationalsozialismus belastet das Ganze. Man hat dann noch eine Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsleuten gemacht, aber das ist dann eher im Arbeitnehmererfinderrecht anzusiedeln, was wir Ende des Semesters machen. Man hat sozusagen nie gesagt, Erfindungen dürfen nur von Deutschen sein oder sowas. Das kam nie, auch im Nationalsozialismus nicht. Das Problem ist, nachdem das Dritte Reich zusammenbrach, gab es das Problem, dass es kein Deutschland mehr gab und Berlin sozusagen so gespaltene Stadt war. Das heißt, man wusste erstmal nicht, was passiert mit den Erfindungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden sind. Deshalb hat man erstmal Annahmestellen für Patentanmeldungen errichtet, 1948, und dann 1949 das Deutsche Patentamt gegründet, mit Sitz nicht mehr in Berlin, sondern in München. Deshalb sitzt das Deutsche Patent- und Markenamt auch nicht in Berlin, sondern in München, weil Berlin halt damals gespaltene Stadt war. Dann hat man ein Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gemacht. Ich habe Ihnen schon gesagt, die Gefolgschaftsleute, die die Nazis im Auge hatten. Die Idee ist hier, wenn Sie armer Angestellter sind, sitzen hier die ganze Zeit als Hausmeister im Juridikum und denken sich schöne Gedanken und auf einmal fällt Ihnen ein, meine Güte, man kann ein Auto auch mit Cola betreiben, dann sagt das Gesetz, gehört dieses Patent Ihrem Arbeitgeber. Weil Sie haben ja wegen Ihrer Arbeitszeit haben Sie nachgedacht und deshalb steht es Ihrem Arbeitgeber zu. Der Hausmeister würde sich aber schwarz ärgern, weil er kriegt nichts davon. Die Uni würde sich freuen, weil sie kriegt auf einmal zufällig ein Patent. Deshalb sagt das Arbeitnehmererfindergesetz, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf angemessene Entschädigung hat. Das heißt, er kriegt einen Anteil an dem Erfindungswert. Das machen wir aber im Detail Ende des Semesters. Große praktische Konsequenzen, die da dranhängen. Das Problem ist, das Patentamt war ursprünglich auch zuständig für Entscheidungen über Klagen auf Nichtigkeit des Patents. Das wurde dann für verfassungswidrig erachtet, weil ein Amt nun mal kein Gericht ist. In einem Amt sitzen keine unabhängigen Richter, sondern Beamte, und Beamte sind nicht hinreichend geeignet. Damit durfte das Patentgericht nicht mehr über Nichtigkeitsklagen entscheiden, also das Patentamt nicht über Nichtigkeitsklagen. Deshalb wurde dann das Grundgesetz geändert 1961 und man hat geschaffen das Bundespatentgericht in München. Richter mit den blauen Roben, ganz dubiose Gestalten, also nicht die Richter, sondern diese Idee. Und damit war auch die Rechtmäßigkeit der Nichtigkeitsklagen eindeutig zugewiesen. Wir werden gleich noch sehen, dass man in den Folgejahren versucht hat, Patentrecht zu vereinheitlichen. Und der deutsche Gesetzgeber war da immer vorne mit dabei und hat versucht, unser deutsches Patentgesetz an den internationalen Standard anzupassen. Das heißt, dass Ausländer möglichst leicht in deutsche Patente kriegen und die Deutschen sozusagen, wenn sie deutsches Patentrecht kennen, auch das Patentrecht anderer Staaten kennen. Das heißt, wir haben immer versucht, uns an das anzupassen, was der Rest der Welt gemacht hat. Und da war insbesondere das Gesetz über internationale Patentübereinkommen von hoher Bedeutung. Dann gab es ein Gemeinschaftspatentgesetz, was weitere Angleichungen gebracht hat. Wie wir noch sehen werden, es gibt kein EU-Patent, das heißt, es gibt auch kein Gemeinschaftspatent, erst recht nicht seit 1979. Damals war man aber optimistisch, dass das noch passieren kann. Und schließlich das Patentgesetz, was wir von heute haben, ist aus dem Jahr 1980. Also nicht mehr 1936, sondern ganz modern, 40 Jahre alt. Das ist toll. Ja, also Sie sehen, patentgerecht, mehr oder minder lange Geschichte in Deutschland, immerhin jetzt schon über 100 Jahre, bekannt und bewährt. Jetzt kommt die ökonomische Rechtfertigung. Die ökonomische Rechtfertigung beginnt mit dem, was die Franzosen sagen. Die Franzosen sagen nämlich, eine Erfindung stammt aus dem Kopf einer Person und damit ist es auch klar, dass diese Person das Eigentum haben soll. Genauso wie ich an meinen Häkelerzeugnissen oder an meinen geschriebenen Text und meinen Bildern Eigentum haben soll, muss ich das auch an meinen technischen Erfindungen haben. Das Problem ist,
Patente werden überwiegend nicht von Daniel Düsentrieb oder irgendjemand in seinem Privatzimmer angemeldet, sondern von Unternehmen, das heißt von juristischen Personen, und die haben kein Gehirn. Juristische Personen haben Mitarbeiter, das ist die Natur der Sache. Außerdem lässt sich damit kaum erklären, warum derjenige, der unabhängig davon die gleiche Idee gehabt hat, die nicht auch haben darf. Wenn ihre Idee geschützt wird, kann es ja nicht darauf ankommen, ob jemand zufällig die gleiche Idee hatte woanders. Das heißt, die Eigentumstheorie hat ein großes Problem dazu zu erklären, dass nur der erste Erfinder geschützt wird, während jemand anderes, der unabhängig die gleiche Idee hat, überhaupt nichts kriegt, sondern sogar Lizenzgebühren zahlen muss. Dieser Gedanke des geistigen Eigentums taucht im geltenden Patentgesetz eigentlich nur in § 37 auf. § 37 sagt nämlich, Sie haben einen Anspruch darauf, dass Ihr Name auf der Erfindung benannt wird. Wenn Sie also Erfinder sind, muss drunter stehen, Erfinder sind Sie, auch wenn das Patent angemeldet wird von der Bayer AG oder von Microsoft. Der Name des Erfinders muss immer draufstehen. Der hat zwar keine Rechte, aber er darf benannt werden, so ehrenhalber. Die zweite Theorie ist die Belohnungstheorie. Die Belohnungstheorie ist schon etwas logischer, die sagt nämlich, wenn ich kein Monopolrecht habe, lohnt es sich abzuwarten, was die anderen erfinden und es einfach nachzumachen. Das gilt insbesondere für die Deutschen. Im 19. Jahrhundert waren die Deutschen die Nachmacher der Welt. Made in Germany war sozusagen ein Zeichen für schlechte Qualität, worauf dann Made in Germany, das war Billigware, nachgemacht. Die Deutschen waren die größten Produktfälscher des frühen 20. Jahrhunderts. Deshalb sagte man, um die Innovation zu belohnen, müssen wir demjenigen ein Monopolrecht geben. Das heißt, er muss den anderen verbieten können, denn sonst hat er keinen Grund, innovativ zu sein. Wenn jeder es nachmachen kann und sich die Forschungskosten sparen kann, wird keiner mehr Forschung und Entwicklung treiben. Das Ganze klingt auf dem Papier gut. Das Problem ist nur, die Belohnung ist relativ witzlos, wenn niemand ihr Produkt haben will. Sie können eine tolle Idee haben, kriegen ein Patent dafür, zahlen dafür Geld, kriegen nur nichts dafür, weil keiner ihr Produkt kauft. Ob sie eine Belohnung kriegen, hängt nicht vom Staat ab, sondern davon, ob es eine Nachfrage für ihr Produkt gibt. Und darauf hat der Staat keinen Einfluss. Der Staat kann keine Nachfrage generieren. Spiegelbildlich, oder wir können sagen prospektiv zur Belohnungstheorie, gibt es auch die Anreiztheorie. Das ist ungefähr das, was die Strafrechte als positive Generalprävention bezeichnen. Die Idee ist, dass der Markt das Gefühl haben soll, Kreativität lohnt sich. Das heißt, dass sie auch als künftige Entwickler Ideen haben. Das eine soll die ehemaligen Erfinder belohnen, das andere soll eine Perspektive, also eine Karotte vor der Nase, vor zukünftigen Erfindern sein. Diese Theorie, wie gesagt, leidet daran, nicht jeder Erfinder ist erfolgreich. Es gibt viele hungrige, kreative Menschen, die halt mit ihren Produkten scheitern. Man kann dann irgendwie bei ProSieben oder sowas gucken, was ist dann eher so soapmäßig. Dann kommt schon eine fast philosophische Theorie, das Offenbarungssystem. Die Idee ist folgende, wenn Sie Coca-Cola kennen, ja, diese Coca-Cola ist Cola Zero, dann wissen Sie, Coca-Cola hält die Rezeptur für den Drink geheim. Niemand weiß, was in Coca-Cola drin ist. Jetzt sagen Sie, wieso, ich gucke auf die Zutatenliste, da steht aber immer nur drin Gewürze oder sowas. Das heißt, Sie wissen nicht, was da drin ist. Niemand weiß das. Und das Patentrecht soll Leute dazu bringen, dass sie ihre Erfindungen offenlegen. Das heißt, der Deal ist, als Belohnung dafür, dass du deine Erfindung anderen mitteilst und sagst, das ist das Geheimnis der Coca-Cola, gewähren wir dir für 20 Jahre Schutz. Und 20 Jahre lang wird jeder bestraft, der es nachmacht. Das klingt auf den ersten Blick toll, nach dem Motto so eine Art Vertrag. Du gibst deine Geheimnistuerei auf und dafür kriegst du 20 Jahre Schutz. Deal or no deal. Das Ganze hat aber ein Problem. Das Problem nennt sich Last-Minute-Phänomen. Das habe ich versucht, da unten aufzumalen. Es ist so, bestimmte Produkte können sofort erkennen, wie sie funktionieren. Meistens bei irgendwelchen mechanischen Sachen. Also wenn Sie sagen, okay, dieses Kabel ist deshalb besonders toll, weil es hier so einen breiten Anschluss hat, dann sehen Sie das auf einen Blick und können es direkt nachmachen. Bei anderen Sachen ist es sehr schwer herauszufinden, wie es funktioniert, zum Beispiel bei der Rezeptur von Cola. Nun ist es aber so, dass die Technik immer weitere Fortschritte macht im Entschlüsseln von solchen Geheimnissen. Die Chemie wird immer weiter und irgendwann können wir genau herausfinden, welche Substanz in welchem Umfang da drin ist. Jetzt führt das Patentrecht zu folgendem Anreiz.
Sie halten es so lange geheim, wie Sie sicher sein können, dass es niemand rauskriegt. So lange wie möglich. Dann merken Sie, okay, die Technik ist ungefähr so weit, es könnte es jemand rauskriegen. In dem Moment, wo Sie sehen, es besteht eine Gefahr, dass jemand das Geheimnis entdeckt, gehen Sie hin und melden ein Patent an. Und dann kriegen Sie über diesen Geheimnisschutz hinaus nochmal zusätzliche 20 Jahre. Solange Sie sicher sind, dass es niemand rauskriegen kann, werden Sie es überhaupt nicht offenbaren. Sie werden diesen Deal nur annehmen, wenn Sie sicher sind, es wird vor 20 Jahren rauskommen. Sie werden also dieses Spiel manipulieren. Bei Coca-Cola gibt es immer noch kein Patent. Es gibt kein Patent auf Coca-Cola, weil Coca-Cola sicher ist, niemand kriegt es raus. Sobald die Angst haben, es könnte rausgekriegt werden, werden sie ein Patent anmelden, um noch zumindest 20 Jahre weitermachen zu können. Eine miese Masche, aber ist so. Gut, so viel zu diesen tollen Theorien. Theorien sind dazu da, dass sie nicht funktionieren. Um das etwas trivialer zu machen, ohne dieses ganze Aufgeladene, fangen wir ganz am Anfang an. Patente haben folgenden einfachen Grund. Sie machen Forschung und Entwicklung. Das heißt, Sie haben ein kleines Chemielabor, wo Sie 10 brillante Chemiker beschäftigen, die ein monatliches Gehalt von 10.000 Euro kriegen. Diese Leute können Erfolg haben und entdecken ein Krebsheilmittel. Dann sagen Sie, super, und kriegen dafür Geld. Die Leute können aber auch, und das werden sie regelmäßig tun, Sachen entwickeln, die überhaupt keine Anwendung haben. 95-99% der Experimente gehen einfach fehl. Die machen irgendwas und bringen nichts. Das heißt, sie machen nur Mist. Und sie zahlen ihnen trotzdem jeden Monat ihr Gehalt. Sie zahlen die Miete des Labors. Sie zahlen die Geräte. Das heißt, sie haben enorme Kosten. Sie können nicht sicher vorhersagen, ob jemals ein Produkt rauskommt. Es kann im Worst Case sein, dass sie jahrzehntelang investieren und nie was rauskommt. Die immer nur Mist bauen. Deshalb muss der Aufwand, der hier investiert wird, durch das eine Produkt aufgefangen werden. Der Aufwand für Millionen von Fehlschlägen wird mit einem Produkt refinanziert. Der eine Verkauf muss alles andere mitfinanzieren. Nun ist es aber so, dass natürlich der Kunde gucken wird, brauche ich wirklich dieses Produkt oder reicht mir die Kopie? Kunden sind nämlich schlau, die substituieren Produkte und sagen, ich kaufe mir das Markenprodukt, wenn die Kopie genauso gut ist. Deshalb stehen sie vor dem Problem, dass es einen Preiswettbewerb gibt. Und für alle, die Rechtsökonomie 1 gehört haben oder Kartellrecht, wissen, wenn ein Preiswert besteht, neigen die Preise dazu, den Grenzkosten sich anzunähern. Grenzkosten sind aber die zusätzlichen Kosten pro Teil. Das heißt, der Einstandsaufwand, der Forschungsaufwand ist nicht mehr einholbar bei einem echten Preiswettbewerb. Sobald Sie Konkurrenz haben, können Sie den Preis nicht so hoch machen, dass Sie Ihre Forschungskosten reinholen. Weil die Konkurrenz kann ihr Produkt billiger anbieten als Sie, weil die haben die Forschungskosten nie gehabt. Damit würde das dazu führen, dass Sie am Ende Ihre Kosten nicht reinkriegen, Ihr Labor schließen müssen, die Wissenschaftler auf der Straße stehen und nicht mehr weiter investieren können. Deshalb müssen Sie mit dem einen Produkt alle Fehlschläge refinanzieren können und deshalb müssen wir Ihnen so viel Geld mit dem einen Produkt geben, dass es auch lohnt. So ist die schlichte mathematische Rechnung. Das Problem an solchen Sachen ist natürlich, Monopolrechte sind generell ein Problem. Wenn Sie Kartellrecht 2 bei einem Zimmer gehört haben, wissen Sie, mit Monopolen haben wir so unsere Sorgen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Krankheit, es gibt eine Medizin und für diese Medizin können Sie Geld zahlen. Wenn die Krankheit tödlich endet, sind Sie durchaus bereit, Ihr gesamtes Vermögen zu investieren, um diese Krankheit zu heilen. Der Patentinhaber ist nicht verpflichtet, von Ihnen irgendwie einen Höchstpreis zu nehmen, der seine Kosten deckt. Er wird im Gegenteil einen Gewinn machen wollen. Bayer ist nicht ein Sozialunternehmen, Bayer ist eine Aktiengesellschaft. Die haben Aktionäre, die wollen Dividende sehen. Also werden Leute dazu neigen, möglichst viel Geld zu nehmen. Das führt aber zu dem blöden Dilemma, nicht jeder kann sich diese Medikamente leisten. Die Idee des Patentrechts ist es nun, dass Sie nicht alleine die Medizin bezahlen müssen, sondern Bayer in der Lage ist, die Kosten zu streuen. Da es mehr Leute mit ihrer Krankheit gibt als sie selber, kann Bayer das an möglichst viele Leute verkaufen. Und Bayer kann es sich nicht leisten, an sie einen individuellen Preis zu verkaufen, nach dem Motto, gib mir all dein Gold, sondern Bayer muss einen Preis finden, der sozusagen sich für sie noch rechnet, das heißt, wo sie noch genug Kunden finden.
Das heißt, es wird für die Leute, die viel Geld haben, deutlich billiger. Da Bayer ja hingehen muss, möglichst viele seiner Medikamente absetzen. Das heißt, generell führt das Patentrecht dazu, dass die Preise nicht so hoch werden, dass sie für niemanden finanzierbar werden. Allerdings, die Leute, die am sozusagen Gehaltsminimum sind, werden immer ein Problem haben, patentgeschützte Sachen zu kriegen, weil der Preis über den Grenzkosten liegt oder auch über dem, was sich bei vollständigem Wettbewerb ergeben würde. Das heißt, es hat in der Tat zwar eine Kostenstreuung zur Folge, die den Einzelnen entlastet, der Topverdiener ist, aber auf Kosten der Geringverdiener, die halt immer noch nichts bekommen. Das Patentrecht, wenn Sie mal so im Internet googeln, ist extrem umstritten. Es gibt Leute, die haben was gegen Urheberrecht, das sind Sozialisten und das sind wenige. Gegen das Patentrecht finden Sie eine erhebliche Lobby. Und zwar Leute, die davon auch betroffen sind. Viele Techniker sagen, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Patentrecht ist böse. Und das erste Problem, was die Leute haben, ist, ich habe zwei Labore. Eins ist in Bonn und eins ist in Berlin. Und beide forschen einem Krebsheilmittel. Und wenn der eine einen Tag vorher fertig ist, sagen wir, die Bonner haben einen Tag vorher das Ganze entdeckt, dann kriegen die das Patent und die Berliner kriegen nichts. Null. Auch wenn sie einen Tag später das gleiche entdeckt hätten. Und die sagen, es ist doch völlig ungerecht, dass sozusagen ein Tag Vorsprung, der vom Zufall abhängen kann, dazu führt, dass der eine alles kriegt und der andere nichts. Alles oder nichts. Das ist brutal. Das Ganze führt auch zu einem unfairen Wettrennen, wo die Leute dann auch nichts publizieren dürfen im Zweifel. Das heißt, solange sie hier forschen, dürfen sie keine Aufsätze schreiben, dürfen den Studenten nichts verraten, weil ja möglicherweise dann das an die Konkurrenz geraten kann. Das heißt, sie zwingen die Leute sozusagen in geschlossene Räume, bis das Ganze fertig ist. Sie verhindern also, dass die Leute sich untereinander austauschen und sozusagen gemeinsam was entwickeln, weil jeder in seinem Kämmerlein arbeitet. Ist ein bisschen wie bei einer Klausur, da dürfen sie auch nicht abschreiben. Und schließlich, die Informatiker regen sich am meisten auf, die sagen, woher sollen wir denn wissen, ob wir ein Patent verletzen, wenn sie diese Dinger gelesen haben eben, dass dieses Patentansprüche mit seitenlangen Texten, das finden wir doch nie raus, ob da irgendjemand sowas angemeldet hat. Es gibt keine vernünftige Möglichkeit rauszufinden, ob irgendwo jemand auf der Welt was patentiert hat. Und wenn wir es nicht rausfinden können, tapfen wir in eine üble Falle, denn hinterher zahlen wir Schadensersatz, weil wir ein tolles Programm erstellt haben. Wir bringen ein Produkt auf den Markt und hinterher kommt irgendjemand aus dem Gebüsch und sagt, haha, ich hätte ein Patent. Das ist das Problem, was die Leute damit haben. Was sind die Gegenmodelle? Gegenmodell 1 ist, der Staat soll es machen. Kommunismus kennen wir alle, der Staat soll es finanzieren. So ähnlich wie an der Uni, der Staat zahlt Geld dafür, dass Forschung betrieben wird. Der deutsche Staat investiert viel Geld in Grundlagenforschung, in Geisteswissenschaften, aber auch in Naturwissenschaften. Der Staat soll also die Forschung finanzieren. Das Problem dabei ist, wie immer, der Staat weiß nicht, was die Leute brauchen. Der Staat ist dumm. Der Staat kann nicht prognostizieren, ob sie ein Krebsheilmittel brauchen oder eine Kopfschmerztablette. Und deshalb ist der Staat denkbar ungeeignet, um Forschung zu lenken. Der Markt ist meistens besser geeignet, um herauszufinden, was eigentlich gewollt ist. Eine leckere Cola oder das Krebsheilmittel. Der Markt sagt Cola. Die zweite Alternative, die immer wieder eingeworfen wird, ist der sogenannte First Mover Advantage. Das ist relativ einfach. Die Idee ist, wenn Sie eine tolle neue Idee haben und der Erste sind, die der auf den Markt bringt, dann sind Sie auch der Erste, der sozusagen bei den Kunden ankommt. Dann heißt es, Michael Börskens hat erfunden, neues Erfrischungsgetränk macht Menschen glücklich. Selbst wenn Aldi das nachmacht und dafür brauchen die vielleicht ein halbes Jahr, dann habe ich 6 Monate Zeit, mir einen guten Ruf zu schaffen und sagen, das ist das Original, das leckerste Getränk, das beste Getränk, das coolste Getränk. Und wenn es mir gelingt, in diesen 6 Monaten meine Reputation so hochzusetzen, dann kann ich einen Markenaufpreis verlangen. Ich kann sagen, ich habe das Markenprodukt, das Original und das ist die Fälschung. Dass sowas funktioniert, sehen Sie bei Aspirin. Die Leute kaufen auch noch heute Bayer Aspirin, obwohl es chemisch exakt die gleiche Substanz ist wie, was weiß ich, ASS von Ratiopharm. Das ist chemisch exakt das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied. Und trotzdem kaufen Leute das Bayer-Produkt, weil das Markenprodukt halt besser klingt. Und die These dieser Leute ist, wenn sie es geschafft haben, ihr Produkt auf den Markt zu bringen, dann sind sie der Erste, der da ist und können erstmal in den ersten Monaten einen Aufpreis verlangen. Da
dann gehen Sie den Preis ein bisschen runter, aber weil Sie einen Ruf haben als Erfinder, kommen die Leute trotzdem zu Ihnen und bleiben beim Markenprodukt. Apple, iPhone, tolle Sache, kaufen die Leute. Apple, Klorollenhalter, auch super Sache. Also das funktioniert. In der Praxis ist das völlig irrelevant. Jeder Staat der Welt hat Patentrecht. Es gibt keinen Staat ohne Patentrecht. Das heißt, das ist einfach der Standard. Da führt kein Weg dran vorbei. Eine Sache, die beobachtet worden ist, wie erfolgreich sind Patente? Wenn wir 100 erteilte Patente haben, dann werden immerhin noch 82% nach 4 Jahren verlängert. Nach 8 Jahren werden nur noch 57% verlängert und mehr als 12 Jahren gerade mal 37%. Das heißt, fast 2/3 aller Patente halten die kompletten 20 Jahre nicht durch. Woran liegt das? Auch hier wieder ähnlich wie im Markenrecht, Sie müssen Verlängerungsgebühren zahlen. Das heißt, Sie kriegen das Patent zwar für 20 Jahre, aber die Frist endet, wenn Sie nicht mehr zahlen. Und die Gebühren sind intelligent gestaltet, das heißt, Sie zahlen am Anfang relativ wenig und je länger das Patent läuft, desto mehr zahlen Sie. Wenn Sie die kompletten 20 Jahre ausschöpfen wollen, zahlen Sie also für die letzten 2 Jahre über 50.000 Euro. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, kriege ich das Geld wieder rein oder kann ich darauf verzichten? Das heißt, es gibt einen Anreiz, Patente nicht zu verlängern. Wenn Sie halt sagen, es will keiner haben, dann hören Sie halt früher auf. Was uns diese Statistik aber zeigen soll, ist, die meisten Patente halten halt nicht die komplette Zeit. Das heißt, die meisten Patente will offenbar der Markt nicht haben. Das sind sozusagen vergeudete Erfindungen. Entweder waren die in den ersten 5 Jahren so erfolgreich, dass sie dann kein Geld mehr brauchten, oder aber es gibt halt keine Nachfrage, das Ganze wird eingestellt. Das Ganze soll als Argument dafür dienen, dass die Laufzeit von 20 Jahren vielleicht ein bisschen lang ist, denn wenn das ohnehin nur ein Drittel betrifft, dann ist die Frage, was soll das? Dann gibt es diese tolle Kurve, ja, Sie sehen, das ist Ökonomie für Profis. Die These ist, wenn Sie einen Wert für das Patent haben, dann können Sie das auf 20 Jahre verteilen. Nun ist es aber so, wenn Sie eine ganz neue Sache haben, gibt es am Anfang Leute, die sagen, das muss ich unbedingt haben. Das neueste iPhone, das muss ich jetzt haben, weil es neu ist. Toll. Im zweiten Jahr sagen die Leute, oh, das Modell vom Vorjahr, weiß ich nicht. Und die müssen sozusagen ein Produkt jedes Jahr billiger machen, damit die Nachfrage gleich bleibt. Weil die ersten Leute sind schon weg und die Leute, die später sind, zahlen halt weniger. Es gibt immer weniger Leute, die ihr Produkt haben wollen. Deshalb müssen sie den Preis senken. Das heißt, in den ersten Jahren machen Sie den größten Teil Ihres Gewinns. Und je länger Sie sind, desto weniger Gewinn können Sie auch machen, bis Sie am Ende so ungefähr gegen Null kommen und keine Patentsteigerung haben. Und Ökonomen haben das ausgerechnet, haben gesagt, mit den 20 Jahren erreichen Sie ungefähr 95% des Wertes, den Sie kriegen würden, wenn das Patentrecht ewig dauern würde. Das heißt, selbst wenn Sie es auf ewige Zeit verlängern, würden Sie nicht viel mehr Geld kriegen. Sie würden vielleicht 5% mehr kriegen, weil die Leute halt darauf spekulieren, der Preis sinkt ja eh. Im Urheberrecht, was immerhin 70 Jahre im Tod geht, erreichen sie sogar 99,97% des erzielbaren Wertes. Das heißt, im Urheberrecht ist es sogar noch brutaler. Das heißt, da haben sie ungefähr den Wert eines ewigen Urheberrechts. Da macht es keinen großen Unterschied mehr. Weil, wer will denn jetzt noch Filme gucken aus dem Jahr 1912? Ja? Also 1912, kann sich vorstellen, so klim, 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 Klimpermusik mit Schwarz-Weiß. Patentrecht verursacht Kosten und um Ihnen das Problem zu zeigen, stellen Sie sich vor, es gibt eine Erfindung, die ist 10 Millionen Euro wert. Sie wissen das, weil es einen Markt gibt, der 10 Millionen dafür hergeben würde. Und Sie haben jetzt 2 Entscheidungsmöglichkeiten. Sie können 8 Millionen Euro jetzt investieren und haben eine 99% Wahrscheinlichkeit, dass Sie es wirklich finden. Mit 1% haben Sie Pech gehabt. Kann passieren, dass es schief geht. Sie können aber auch nur 3 Millionen investieren und haben dann 33% Erfolg. Sie wissen, es gibt außer Ihnen noch 3 Konkurrenten. Wenn jeder der 3 Konkurrenten 3 Millionen investiert, kommen Sie auf 9 Millionen. Wenn jeder der 3 8 Millionen investiert, kommen Sie auf 24 Millionen. Wenn der Wert der Erfindung 10 Millionen ist, ist der Markt sozusagen um 14 Millionen ärmer. Also lautet sich, stellt sich die Frage, rein ökonomisch, wie würden Sie entscheiden? Würden Sie 3 Millionen investieren
Würden Sie 8 Millionen investieren oder würden Sie vielleicht gar nichts investieren und sagen, das ist mir zu riskant? Wie würden Sie sich entscheiden, wenn Sie wissen, dass die Folge ist, nur einer kann gewinnen, nur einer kriegt die 10 Millionen? Wenn Sie die 8 Millionen investieren, kann ich auch noch andere 8 Millionen investieren. Dann ist nur die Frage, wer zeitlich schneller ist. Dann kann es auf einen Tag ankommen. Wie viel würden Sie ausgeben? 8 Millionen, 3 Millionen, 0. Die drei Varianten sehe ich. Ganz einfache Frage, entscheiden Sie jetzt. 8, 3, 0. 10 ist der Gewinn. Kein Trick dabei. Ganz simple Ökonomie. Rechtsökonomie 1. Grundlage. Was meinen Sie? Wie viel? Wie würden Sie investieren? Ich glaube, ich würde dann 3 Millionen investieren. Also bei 8 ist, wenn das von einem Tag abhängt, ist natürlich der Verlust sehr groß. Da haben Sie 8 verloren, ja. Dann haben Sie 8 investiert, haben 0 bekommen. Und haben Sie 3 investiert, haben 0 bekommen. Ja, wenn man 0 investiert, dann ist natürlich auch der Gewinn 0. Dann ist der Gewinn auf jeden Fall 0, ja. Also je nachdem, was es dann ist, mit 3 Millionen anfangen. Okay. Je nachdem steigern oder aussteigen. Ja, sehr gute Überlegung. In der Tat, Sie werden überlegen, steigern, wenn es sozusagen so aussieht, als hätten Sie eine Chance, der Erste zu sein, dann werden Sie immer mehr reinstecken. An dem Motto, oh, die anderen sind gar nicht dabei oder ich bin der Einzige im Rennen oder die anderen sind so weit zurück. Dann werden Sie noch den Turbo-Boost reinhauen und sagen, jetzt noch richtig eine Million nachschießen. Aber Sie am Anfang sozusagen so klein wie möglich einsteigen. Die Gefahr ist erstens, dass Leute zu viel investieren, weil sie die Konkurrenz falsch einschätzen. Weil jeder versucht ja seinen Stand geheim zu halten, das heißt, sie wissen gar nicht, ob die Konkurrenz weiter oder nicht weiter ist. Das heißt, entweder sie investieren zu viel oder sie haben so viel Panik, dass sie sagen, das will doch jeder, da investiere ich gar nichts. Das heißt, das Patentrecht kann dazu führen, dass wichtige Erfindungen nicht gemacht werden, weil jeder Angst vor den anderen hat. Umgekehrt kann das Patentrecht aber auch dazu führen, dass sozusagen alle zu viel investieren, weil alle denken, sie wollen der Erste sein. Und wenn Sie jetzt sozusagen mal von kartellrechtlicher Seite denken, was würden Sie tun, um dieses Problem zu vermeiden, wenn Sie wissen, es gibt nur 3 Unternehmen oder 5 Unternehmen, die das überhaupt erforschen können, die in dem Markt überhaupt tätig sind. Sagen wir mal, es geht um Kopfschmerztabletten, es gibt nur 5 Unternehmen, die wirklich forschen in dem Bereich. Was würden Sie tun, wenn Sie dieses Problem sehen? Ja, die würden mit denen zusammenarbeiten und sagen, hört mal, ich forsche jetzt in dem Bereich und ihr forscht in dem Bereich und wir trennen uns und keiner kommt in die Gehege, jeder macht sein Ding und dann sind wir alle zufrieden. Die können also in dem Moment, wo sie Absprachen treffen, das ganze Problem lösen. Relativ offensichtlich, indem sie sagen, entweder wir machen es gemeinsam, teilen uns alles 50-50 oder indem sie sagen, wir machen eine Abgrenzung und du bist für den Bereich zuständig, ich bin für den Bereich zuständig. Was ist das Problem mit solchen Absprachen? Du machst das, also Kopfschmerztabletten ab sofort nur noch von Bayer und, weiß ich nicht, Bauchschmerztabletten ab sofort nur noch von Höchst. Was meinen Sie? Kann man sowas so einfach sagen? Du darfst keine Kopfschmerztabletten verkaufen und ich verkaufe dafür keine Magentabletten. Ist okay? Gute Idee? Sehen das ökonomisch oder sinnvoll? Ja, das wird mit Sicherheit passieren. Aber das Problem ist ja, in dem Moment, wo Sie sagen, der eine darf es alleine machen und der andere hält es den Markt komplett raus und es kommt kein anderer rein, weil es meistens recht teuer ist, in solche Märkte reinzukommen, haben Sie das Problem, dass Sie dann Monopolpositionen absichern und das ist immer wettbewerbsfeindlich. Wir sagen, Konkurrenz sorgt für niedrige Preise. Wenn wir das also machen, dann haben wir immer ein Problem. Wir werden aber noch sehen, es gibt da ausdrückliche Freistellungsregeln, die das erlauben. Forschungs- und Entwicklungskooperationen sind eine typische Sache, die
durch Gruppenverwaltungsverordnungen erlaubt sind, weil man genau dieses Problem halt sieht und sagt, das kann nicht sein. Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, das Patentrecht dient dazu, Sachen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wenn Sie was Tolles haben, zum Beispiel das Rezept von Coca-Cola, gibt es einen erheblichen Anreiz, das geheim zu halten. Weil, solange Sie es geheim halten, sind Sie die Einzigen, die es nutzen können. Das gilt insbesondere auch für Verfahren. Was in Ihren Fabrikhallen passiert, kann die Konkurrenz im Zweifel nicht sehen. Wenn Sie einen tollen Fertigungsprozess haben, die Konkurrenz sieht ihn im Zweifel nicht. Das können Sie geheim halten. Das Patentrecht erlaubt Ihnen, das Ganze offen zu legen und dann jeden zu verklagen, der es nachmacht. Das heißt, es gibt einen erheblichen Anreiz, das offen zu legen, dann, wenn Ihre Geheimhaltung sehr teuer wird. Wenn es Sachen sind, die ohnehin öffentlich zur Schau gestellt werden müssen, irgendwelche Zahnräder oder Ähnliches, die jeder nachbauen kann, funktioniert Geheimhaltung nicht mehr. Das heißt, das Patentrecht sichert Erfindungen, die Sie nicht geheim halten können, und gleichzeitig spart es Ihnen erheblich Geld, weil Sie müssen nicht mehr so auf Geheimhaltung achten. Sie können also Ihre E-Mails auch mit normalen E-Mail-Programmen verschicken, können USB-Sticks zulassen, können Ihre Mitarbeiter auch ohne Aufsicht in die Kneipe gehen lassen. All das geht. Der zweite praktische Vorteil ist die Lizenzierbarkeit. Geheimnisse Leuten mitzuteilen, zu sagen, sagt ihr aber keinem weiter, gebt ihr dafür 1.000 Euro, ist immer problematisch. Weil immer, wenn Sie was jemandem sagen, besteht die Gefahr, dass er es weiter sagt oder eh nicht darauf aufpasst. Das heißt, Patente können Sie ganz einfach lizenzieren, weil Sie sagen, hier habe ich das Patent, jeder, der es nachmacht, wird eh verklagt. Beim Geheimnis rauszufinden, dass es Ihr Geheimnis war, ist schon sehr schwierig. Wenn das Geheimnis raus ist, sind Sie halt raus. Das Patentrecht hat aber noch eine andere tolle Wirkung, weil jeder weiß, es gibt ein Patent, was zum Beispiel diesen tollen Fernseher schützt und sagt, das ist einmalig, dass Sie hier mit dem Finger drüber wischen können. Das ist Technik, die begeistert. Werden Leute versuchen, das gleiche Ergebnis auf anderem Wege zu erreichen. Weil definiert ist, das ist geschützt, werden Leute Alternativen suchen und sagen, okay, das darf ich nicht, aber wie kann ich das gleiche Ergebnis auf anderem Wege erreichen? Und das ist natürlich auch ein Anreiz für Kreativität, nachmachen durch Alternativen suchen. Das ist das Ziel des Patentrechts, die Suche nach Alternativen zu ermöglichen. Zudem, ich habe Ihnen schon eben gesagt, es ist natürlich wahrscheinlich, dass jedes Chemieunternehmen ein Labor hat oder mehrere Labors, wo geforscht wird. Wenn Sie Patente kennen, wissen Sie schon mal, was Sie nicht erforschen müssen, weil es das schon gibt. Ja? Also Sie müssen nicht was erforschen, was jemand anders schon erfunden hat. Das Patent sagt Ihnen also, das brauchst du nicht mehr zu erforschen, das brauchst du nicht mehr zu erforschen, das brauchst du nicht mehr zu erforschen. Es spart Ihnen also den Aufwand unnützer Forschung, weil es schon Sachen gibt. Schließlich, das Patentrecht eröffnet auch ganz andere Kreativität. Zum Beispiel wissen wir ja alle, dass Aspirin auch bei Herzbeschwerden gut ist. Wenn aber Aspirin nie offengelegt worden wäre, wäre diese Anwendung vielleicht nie entdeckt worden. Dadurch, dass Aspirin auf dem Markt verfügbar ist, entdeckt man neue Anwendungen für bekannte Substanzen, weil diese Substanz überhaupt erstmal da ist, überhaupt gehandelt wird. Das heißt, Sie können alte Sachen neu anwenden, weil die alten Sachen erstmal offengelegt werden. Patentrecht, also eine tolle Sache, weil es viele Verbesserungen bringt. Ja, das ist zu kompliziert, das machen wir mal nicht. Ja, Sie lachen. Ich kann natürlich gerne machen. Wenn Sie jetzt hier Law & Economics machen wollen, können wir es machen, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Können Sie nächstes Semester hören, ein ganzes Semester lang solche tollen Sachen. Gut, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Im Patentrecht gilt genauso wie im Urheberrecht und im Markenrecht das Territorialitätsprinzip. Das sagt ganz einfach, in Deutschland gibt es nur deutsche Patente, in Frankreich nur französische Patente, in Spanien nur spanische Patente und so weiter. Jeder Staat hat sein eigenes Patentrecht, aber jeder Mensch kann für jeden Staat ein Patent verlangen. Sie können also ein Patent beantragen für Südkorea oder für Japan. Dann kriegen Sie ein japanisches Patent. Das nützt Ihnen in Deutschland nichts. Wenn jemand in Deutschland Ihre Sache herstellt, haben Sie Pech gehabt. Wenn die aber in Japan hergestellt würde, können Sie in Japan verklagen. Das bedeutet auch, wenn das deutsche Patent unwirksam sein sollte, Sie haben aber zusätzlich eins für Japan, kann das japanische erstmal weiter wirksam bleiben. Sie können also 50 Patente haben und 30 davon werden aufgehoben, 20 bleiben bestehen.
Wir werden noch sehen, da gibt es diese tollen Epiliergeräte, da war das der Fall, da hat die Hälfte der EU-Staaten ihn aufgehoben, die andere Hälfte hat gesagt, das bleibt bestehen. Das heißt, das kann durchaus passieren. Aber bemerkenswerterweise gibt es auch Sachen, die international sind im Patentrecht. Nämlich zunächst mal der Stand der Technik. Wir unterstellen, dass jede Erfindung, die irgendwo mal gemacht worden ist und jede Grundlagenidee, die irgendwo bekannt ist, sei es in Südamerika, Nordamerika, Australien, Asien, Europa, Antarktis, Arktis oder sonst wo, egal welche bekannt ist, irgendwo gilt auch in Deutschland als bekannt. Wir unterstellen, dass der deutsche Wissenschaftler in der Lage ist, jede wissenschaftliche Veröffentlichung, die irgendwo gemacht worden ist, zu lesen. Der Stand der Technik ist weltweit identisch. Das heißt, der Deutsche liest alles. Der kann alle Sprachen, der kommt alles dran. Es gibt ja auch Google Translate. Zweitens, wir haben die EU und die EU vertritt, oder der EuGH vertritt die Ansicht, es tritt gemeinschaftsweite Erschöpfung ein. Damit ist gemeint, wenn eine Ware in der EU irgendwo in Verkehr gelangt ist, Sie haben legal in Frankreich ein Auto gekauft, dann dürfen Sie mit diesem Auto über die Grenze fahren und das deutsche Patentrecht wird nicht berührt. Sobald die Ware irgendwo mit der Einwilligung des dortigen Patentinhabers in den Verkehr gelangt ist, ist in der ganzen EU frei handelbar, weil das patentrechtlich erschöpft hat, in dem Moment, wo das erste Mal in den Verkehr gebracht worden ist. Ja? Toll. Das Völkerrecht spielt eine große Rolle. Ich habe hier mal eine Folie gemacht, wo ganz viele Sachen draufstehen. Es gibt völkerrechtliche Vereinbarungen, jede Menge zum Patentrecht. Unter anderem das Straßburger Abkommen über die internationale Patentklassifikation. Da steht drin, dass es eine Systematik gibt, wie man Sachen einordnen kann. Wenn Sie Markenrecht gehört haben, wissen Sie, es gibt auch ein Markenrecht, da steht halt drin, Schuhe, insbesondere Sportschuhe und Laufschuhe. Da gibt es dann Schuhe, insbesondere Tanzschuhe und Anzugsschuhe. Also es ist halt sehr schön ausdifferenziert. Dasselbe gibt es im Patentrecht auch. Das hat den Vorteil, wenn Sie eine Kategorie haben, dann haben Sie eine Zahlenfolge und Sie können in jedem Staat der Welt gucken, es ist immer die gleiche Zahlenfolge. Und dann können Sie halt in Ihrem Katalog gucken, was das bedeutet auf Deutsch. Toll, Wahnsinnserfindung. Dann gibt es das Straßburger Patentübereinkommen von 1963. Das hat versucht, bestimmte Ausdrücke zu vereinheitlichen. Sowas wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit. Dass dieser Ausdruck sozusagen in allen Staaten gleich verwendet wird, das ist weitgehend gelungen, wie wir noch im Laufe des Semesters sehen werden. Das große Highlight ist das EPÜ, das Europäische Patentübereinkommen. Sie wissen vielleicht, es gibt ein europäisches Patentamt in München. Das Europäische Patentamt erteilt Patente für die Mitgliedstaaten des EPÜ. Das sind nicht die EU-Mitgliedstaaten, sondern das ist ein eigenes Abkommen, das hat also eigene Mitgliedstaaten. Neben den EU-Staaten zum Beispiel auch die Türkei oder die Schweiz. Das heißt, sie kriegen auch ein türkisches Patent über die EPÜ. Dann gibt es den PCT, Patent Cooperation Treaty. Der Patent Cooperation Treaty sagt, Sie können in Deutschland ein Patent anmelden für USA. Das wird dann sozusagen weitergereicht. Das ist eine Verfahrenserleichterung. Und schließlich gibt es einen Budapester Vertrag über die Hinterlegung von Mikroorganismen. Das interessiert uns jetzt nicht so ganz so. Biopatentrecht, großes Problem. Wenn Sie also irgendwelche Bakterien haben, dann müssen Sie ein Beispiel hinterlegen. Das muss irgendwo sein. Das Europäische Patentübereinkommen, ich habe Ihnen schon gesagt, das ist nicht die EU. Wenn Sie gucken, es gibt hier jede Menge rote Flecken. Alles, was rot ist, ist EPÜ-Staat. Und Sie sehen, das geht sehr weit in den Osten. Das geht sogar hier in die Türkei und da unten bis, weiß nicht was da unten ist. Naja, in der Tat können Sie auch hier in Bosnien und Ähnliches Patente kriegen. Das geht also über das Europäische Patentamt in München. Sie sehen, ein großer Renner. Das EPÜ ermöglicht eine einheitliche Prüfung, einheitliche Erteilung. Neben dem EPÜ gibt es auch den PCT. Das PCT, habe ich Ihnen schon gesagt, heißt, Sie melden in München beim Deutschen Patentamt an und die leiten das dann weiter an die anderen Patentämter. Das ist ein organisiertes Verfahren. Das hat vor allen Dingen den Vorteil, dass in dem Moment, wo es in München eingereicht ist, für Sie keine Fristen mehr laufen. Das heißt, es wird so getan, als wäre die Münchner Anwendung auch die Anmeldung in USA, die Anmeldung in Tschechien und so weiter.
Das ist die Idee. Es spart Ihnen also die gleichzeitige Anmeldung überall. Ansonsten ist das ein recht komplexes Verfahren. Da wird international eine Recherche durchgeführt, dann wird es international offengelegt und letztendlich wird es nach 30 Monaten erst in die nationale Phase übergeleitet. Zwei Übereinkommen, die Sie vielleicht letztes Semester schon gehört haben, die Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ von 1883 und das TRIPS-Übereinkommen. Die PVÜ sagt im Wesentlichen aus, dass jeder Staat die Angehörigen anderer Staaten wie seine eigenen behandeln muss. Das heißt, dass ein Franzose in Deutschland auch ein deutsches Patent kriegen kann und ein Deutscher in Frankreich auch ein französisches Patent bekommen kann und dabei behandelt wird wie ein Angehöriger des jeweils anderen Staates. Sie sehen, die PVÜ stammt von 1883. Deutschland ist allerdings erst 1903 beigetreten. Wir waren also nicht Gründungsmitglied. Das Ganze wurde immer wieder mal reformiert. Im Wesentlichen vor allen Dingen die Inländerbehandlung. Das Zweite ist die sogenannte Prioritätsregelung, die sagt, Sie haben eine 12-Monats-Frist, um Anmeldungen nachzureichen. Wenn Sie also in Deutschland anmelden, haben Sie 12 Monate Zeit, das im Rest der Welt anzumelden, also in den USA oder Ähnliches. Die Idee ist, dass die Übersetzung halt eine Zeit lang dauern kann oder Ähnliches. Das soll Ihnen erspart bleiben. Ansonsten, genauso wie im Urheberrecht und Markenrecht, gibt es gewisse Mindestrechte, zum Beispiel diese Erfinderbenennung. Das heißt, dass der Name des Erfinders, des Menschen, der die Idee gehabt hat, draufsteht. Weiterhin wird gesagt, es gibt keine Formerfordernisse für Patente, es darf nicht draufstehen, patentiert oder sowas, sondern es ist einfach Patent. Wenn die Patentschrift besteht, ist die Sache geschützt. Ansonsten stehen da halt auch so Sachen drin, wie das mit dem Auto, was in Frankreich patentiert ist, über die Grenze fahren dürfen. Oder dass Sie mit einem Flugzeug in Deutschland landen dürfen, auch wenn das in Deutschland vielleicht gegen Patente verstößt. All das steht da drin, alles aber recht unspektakulär. TRIPS haben Sie vielleicht auch schon gehört, das ist ein Teil des WTO-Abkommens. WTO, Welthandelsorganisation, die wissen, wenn Sie dagegen verstoßen, geht es Ihnen schlecht. Dann kann der andere Staat Handelssanktionen ergreifen, zum Beispiel Strafzölle erheben oder Importsperren erheben oder Ähnliches. Dieses TRIPS hat ähnlich wie die PVÜ bestimmte Mindestrechte, unter anderem die Inländerbehandlung und den Meistbegünstigungsgrundsatz. Meistbegünstigungsgrundsatz heißt ganz einfach, wenn Sie jemandem einen Vorteil gewähren, müssen Sie den allen gewähren. Das heißt im Grunde eine Art Gleichbehandlung, Sie kriegen immer das Beste raus, es gilt das Sahneprinzip. Das TRIPS stellt weiterhin sicher, dass in allen Staaten, die Mitgliedstaaten sind, Patente mindestens für 20 Jahre gegeben werden. Es gibt also eine Untergrenze, jedes Patent muss mindestens 20 Jahre erteilt werden können. Und Patentschranken unterliegen einem 3-Stufen-Test, den Sie auch aus dem Urheberrecht kennen. Das heißt, es muss eine Einzelmaßnahme sein, die ausschließlich die nicht schwerwiegend Rechte des Patentinhabers eingreift und seine Interessen nicht übermäßig beeinträchtigt. Ansonsten ist das Ganze relativ allgemein gehalten. Sie müssen ein Verbotsrecht haben, Sie müssen also als Patentinhaber die Produktion gleicher Gegenstände verbieten können und Sie haben einen Anspruch darauf, dass Lizenzverträge oder Patente als wirksam anerkannt werden. Ganz allgemein gibt es auch Verfahrensvorschriften zur Beweiserleichterung und Ähnlichem. Das machen wir aber alles noch im Laufe des Semesters. Ganz kurz, in 2 Minuten kann ich Ihnen das erklären, noch zum Europarecht. Europarecht ist einfach, das kennen Sie alle noch. Artikel 34 AEUV, das ist das, was Sie aus der Dassonville-Formel kennen. Sie dürfen keine Maßnahmen gleicher Wirkung machen wie eine Einfuhrbeschränkung. Wenn Sie also ein Gesetz machen, was verhindert, dass französische Produkte in Deutschland gehandelt werden, wäre dieses Gesetz europarechtswidrig. Sie kennen das dann auch alle mit Cassis de Dijon, dass man dann die immanenten Schranken hat und abwägen muss und sowas. Bemerkenswerterweise ist das Patentrecht natürlich eine Schranke für den freien Warenverkehr, weil das Patentrecht verhindert, dass Sie Waren einfach frei handeln können. Deshalb hat der EuGH diesen Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöpfung aufgestellt und gesagt, wenn es einmal in einem Staat legal auf den Markt gekommen ist,
kann es europaweit weitergehandelt werden. Wenn Sie also einmal eine Lizenz haben für einen Staat, können Sie es in die anderen Staaten weiterverkaufen, sobald es einmal legal in den Markt gekommen ist. Das ist deshalb seltsam, weil halt jeder Staat sein eigenes Patentrecht hat, aber der EuGH will dadurch den freien Warenverkehr ermöglichen. Ansonsten wissen Sie auch, dass die EU Richtlinien erlassen darf. 114 AIUV sagt, die EU darf Richtlinien erlassen zur Umsetzung der Grundfreiheiten. Sie kennen solche Richtlinien, Bananenmarktrichtlinie, wo man drinsteht, Bananen müssen bestimmte Krümmungen haben. All das macht die EU. Was sie nicht gemacht hat, ist irgendwie große Dinge im Patentrecht. Das ist deshalb bemerkenswert, weil im Patentrecht gibt es auch 118 AIUV, der sagt, die EU hat sogar die Kompetenz, einheitliche Rechte zu schaffen. Sie kennen das aus dem Designrecht. Wir haben das Gemeinschaftsdesign. Und Sie kennen das auch aus dem Markenrecht, die Gemeinschaftsmarke. Im Patentrecht gibt es sowas nicht. Ja? Patentrecht einfach, hier wird nicht. Die EU hat aber das Ganze versucht, ein EU-Einheitspatent zu machen. Und das hat sie versucht seit 1970. Einen ernsthaften Vorschlag gab es aber erst 2000. Das Ganze ist dann wieder in Vergessenheit geraten. 2009 hat der Rat sich dann geeinigt auf gewisse Leitlinien. Dann hat man lange diskutiert und man ist daran gescheitert, dass die Italiener und Spanier gesagt haben, wir stimmen einem einheitlichen Patent nur zu, wenn das komplette Patent auch in Italienisch und Spanisch verfügbar ist. Da sagen sie, also zwei Sprachen, so okay. Aber die Deutschen haben gesagt, Deutsch muss auch sein. Die Franzosen haben gesagt, Französisch muss auch sein. Die Engländer haben gesagt, Englisch muss auch sein. Das heißt, sie hatten fünf Sprachen. Um einen Text von teilweise 20 Seiten in fünf Sprachen zu übersetzen, der technisch ist, haben sie einen erheblichen Übersetzungsaufwand. Das ist nicht irgendwie nur so ein Brief, sondern brauchen sie jemanden, der auch technische Kenntnisse hat. Technische Übersetzer nehmen ein Schweinegeld für ihre Tätigkeit. Deshalb hat man gesagt, Italien, Spanien, ihr seid blöd. Und Deutsch, Französisch, Englisch reicht. Darauf haben sich 25 Staaten geeinigt und man hat dann beschlossen, wir machen eine verstärkte Zusammenarbeit ohne Italien und Spanien. Und deshalb haben wir jetzt quasi eine EU in der EU, die sozusagen dieses Gemeinschaftspatent anerkennt. Damit aber nicht genug. Das Ganze war nämlich dann noch europarechtswidrig, weil der EuGH gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass es hier Europarecht gibt, über das ich nicht entscheiden darf. Und deshalb muss sozusagen ein Instanzenzug geschaffen werden, der im Patentrecht den EuGH mit berücksichtigt. Die Folge ist, wir haben das komplizierteste System, was man sich vorstellen kann im europäischen Patentrecht. Wir haben jetzt zwei Verordnungen. Die erste Verordnung regelt erstmal, dass es einheitliche Patente gibt. Da steht drin, es gibt Patente, welche Voraussetzungen die haben, welche Folgen die haben. Die zweite Verordnung regelt die Übersetzung der Patente. Und die sagt, die Übersetzung erfolgt grundsätzlich automatisch, bis auf Deutsch, Französisch und Englisch. Und dann als letzte Stufe gibt es ein Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht. Dieses einheitliche Patentgericht ist ganz toll, weil es sozusagen ein gespaltenes Gericht ist. Und dieses Übereinkommen muss unterzeichnet werden von 13 Staaten. Unter diesen 13 Staaten müssen allerdings die drei Staaten in der EU sein mit den meisten Patenten und dummerweise gehört zu diesen drei Staaten auch Großbritannien. Und Großbritannien gehört noch zur EU. Die wissen, der Brexit ist noch nicht umgesetzt. Der hat eine Umsetzungsfrist. Das heißt, solange Großbritannien das Ganze nicht brav umsetzt, haben wir noch keinen gemeinsamen Gerichtshof und damit auch kein Gemeinschaftspatent. Großbritannien hat aber gesagt, selbst wenn wir aus der EU ausscheiden, beim Gemeinschaftspatent machen wir noch mit und deshalb unterstellen die, dass die Ende des Jahres noch unterschrieben haben. Auch Deutschland als zweiter großer Staat hat noch nicht unterschrieben. Der einzige von den drei Großen, der mitgemacht hat, ist Frankreich. Ja, also wir sehen, das Ganze kommt. Nicht mitspielen Polen, Spanien und Kroatien. Interessanterweise Italien schon, aber Italien spielt nur mit beim Gerichtshof und nicht beim Gemeinschaftspatent.
Um Ihnen zu zeigen, wie toll das Ganze wird, werden Sie jetzt staunen, das wird total super. Es gibt nämlich erstmal das Gericht erster Instanz. Und das Gericht erster Instanz hat drei Standorte, nämlich in Paris, in London und in München. Jedes dieser Gerichte ist für verschiedene Sachen zuständig. London zum Beispiel für eher chemische Sachen, während Deutschland eher für Maschinenbau und Ähnliches. Zweitens, jedes dieser Gerichte hat dann die Möglichkeit, Lokal- und Regionalkammern einzurichten. Unter anderem sind die in Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg. Das heißt, da gibt es dann zusätzliche. In diesen Gerichten sitzen dann Kammern, die nicht nur mit Juristen besetzt sind, sondern auch noch mit Technikern. Das heißt, es sitzen da zwei Juristen und ein Techniker, beziehungsweise es sitzen da drei Juristen und zwei Techniker in der Berufungsinstanz. Die Berufungsinstanz ist in Luxemburg und die entscheidet dann quasi, ob die Entscheidungen der ersten Instanz richtig sind. Zudem gibt es ein Schulungszentrum für die ganzen Leute, das ist dann in Budapest. Sie sehen, jeder Staat hat was abbekommen, alle sind glücklich. Das ist das einheitliche Patentgericht. Was macht das einheitliche Patentgericht? Das entscheidet über diese europäischen Patente, die für alle Staaten bei dieser engen Kooperation mitgelten, das heißt für alle außer Italien und Spanien. Und zwar über die Verletzungsklagen, ob jemand ein Patent verletzt hat, über Schadensersatzklagen, über negative Feststellungsklagen als Spiegelbild dazu und über die Aufhebung solcher Patente im Wege von Nichtigkeitsklagen. Es ist aber auch zuständig für die Bündelpatente, die vom Europäischen Patentamt in München erteilt worden sind, die zwar dann nationale Wirkung nur haben, aber dann durch dieses Patentamt trotzdem einheitlich ausgelegt werden. Das heißt, wir haben dann ein Patent, was nur in Deutschland gilt, was aber dann vom Europäischen einheitlichen Gericht geprüft wird. Nicht zuständig ist es für Patente, die von nationalen Patentämtern erteilt worden sind, das heißt vom DPMA oder vom französischen Patentamt. Und nicht zuständig ist es für Vertragsauslegung, weil Lizenzverträge Einzelstaatenrecht sind und die davon keine Ahnung haben. Um das Ganze noch verwirrender zu machen, das Ganze ist geregelt durch Verordnung und Übereinkommen. Und man hatte Angst, dass der EuGH sich zu sehr ins Patentrecht einmischt. Und der EuGH gilt als unfähig, was technische Fragen angeht. Deshalb hat man ganz viele technische, inhaltliche Fragen in das Übereinkommen verschoben und gesagt, das Übereinkommen ist ja kein EU-Übereinkommen und damit ist der EuGH nicht zuständig für die Auslegung. Das führt dazu, dass manche Fragen Europarecht sind, da dem EuGH vorzulegen sind, und andere Fragen reines Völkerrecht sind und damit dem EuGH entzogen sind. Das Ganze ist so verwirrend, dass es ziemlich beliebig ist, was da steht und was da steht. Ob das Ganze wirklich so funktioniert, wie Leute sich das vorstellen, oder ob der EuGH es nicht trotzdem anmaßt, da über alles zu entscheiden, wird sich zeigen. Voraussetzung dafür ist aber erstmal, dass die Engländer das Ganze ratifizieren. Das heißt, es muss in England ein Gesetz geben, wo drin steht, wir stimmen dem Ganzen zu, sonst nützt uns das Ganze eh nichts. Ganz kurz, Richtlinien gibt es im Wesentlichen nur zwei Stück. Die erste Richtlinie ist die Biopatentrichtlinie. Sie wissen, kein Patent auf Leben. Da gab es diese Maus mit dem Menschenohr dran und sowas. Da haben die Leute sich furchtbar darüber aufgeregt. Deshalb hat man eine einheitliche Regelung gemacht. Deutschland und Italien waren die Staaten, die dagegen waren, haben deshalb die Richtlinie auch 20 Jahre zu spät umgesetzt. Aber es gibt diese Richtlinie und sie gilt auch in Deutschland seit 2005. Das zweite ist die Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Das haben Sie wahrscheinlich schon im Markenrecht und Urheberrecht gehört. Da geht es darum, dass Sie Auskunftsansprüche haben, Regeln zur Schadensberechnung, Beweiserleichterungen und Ähnliches. Die EU hat ansonsten Patentrecht nicht viel gemacht. Es gibt die sogenannten ergänzenden Schutzzertifikate. Da geht es darum, der Patentschutz läuft nur 20 Jahre, aber ein medizinisches Prüfungsverfahren, wenn Sie klinische Versuche machen, ob die Sache an den Menschen auch funktioniert, kann bis zu 8 Jahre dauern. Das heißt, Sie haben nur 12 Jahre Patentschutz. Deshalb können Sie ein Schutzzertifikat beantragen, das verlängert das Patent effektiv, damit Sie halt über 20 Jahre hinaus noch mehr Schutz kriegen. Das gibt es halt für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel. Die Idee ist dahinter, dass man da halt diese langen Verfahren hat. Alles andere, was die EU machen wollte, ist gescheitert.
Dazu gehört eine Richtlinie über Softwarepatente. Dagegen haben die ganzen Informatiker rebelliert und haben es geschafft, dass die Richtlinie im Europäischen Parlament gescheitert ist. Und die Richtlinie über Gebrauchsmusterrecht, also für die kleinen Patente, auch die ist gescheitert, weil das die Mitgliedstaaten nicht wirklich interessierte. So, das ist alles, was Sie dazu nicht wissen müssen, weil das in der Klausur, wie gesagt, nicht drankommt. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem spannenden Thema, nämlich mit der Frage, wofür gibt es Patente? Das heißt, die Patentierbarkeit, konkret mit der Frage Technizität. Was ist eigentlich Technik? Oder anders ausgedrückt, nächste Woche brauchen Sie ein Patentgesetz und da brauchen wir den Paragraphen 1. Ja, also entweder Schönfelder, Ergänzungsband oder GTV-Text. Vielen Dank, bis nächste Woche.